Hallo und herzlich willkommen zu JK's Forever 01. Und ja, ich mache dieses Video aus einem aktuellen Anlass, ohne mal Intro groß zu machen. Denn es ging um den gestrigen Tag. Gestern war der 11.06. Ich versuche das natürlich heute nochmal hochzuladen. Und gestern wurde die PlayStation 5 angekündigt tatsächlich, mit einer Masse an Spielen tatsächlich. Und ich muss ehrlich sagen, ja, das ist ein nettes kleines Event gewesen auf jeden Fall. Und ich werde mir da definitiv noch eine PS5 holen. Werdet ihr sie euch holen, mit oder ohne Laufwerk, schreibt einfach mal in die Kommentare tatsächlich. Nun gut, aber es geht um etwas anderes natürlich in diesem Video, weil am Anfang hat man natürlich eine Menge von Spielen gesehen. Man hat Spider-Man 2 gesehen, worauf ich sehr scharf bin, weil es ist mit einer meiner Lieblingscharaktere Miles Morales. Also mal abgesehen von Peter Parker, finde ich ihn absolut klasse. Horizon Zero Dawn wurde angekündigt, einfach, da gebe ich dem ersten Teil jetzt auch nochmal eine Chance einfach, dass ich mir den hole, und dann eben noch so viele mächtige, geile Titel. Demon's Souls, das Remake, tatsächlich ein bisschen anders aufgebaut, ist zwar nicht so mein Stil, aber das werde ich mir dann auch noch holen. So, allerdings wurde gestern noch was anderes angekündigt. Und ihr seht es auch schon an meinem Outfit, was angekündigt worden ist. Ja, es wurde Resident Evil 8 angekündigt. Und ja, und ich muss ehrlich sagen, ich fand den Trailer einfach mal hammermäßig einfach. Und einfach richtig gut aufgebaut. Es ist schön düster einfach nochmal. Und schöner neuer Aufbau tatsächlich. Und ich muss ehrlich sagen, ja, werde ich mir definitiv wiederholen gleich am Anfang. Da ist nur die Diskussion, angeblich stand da nur für die Xbox und für die PlayStation 5. Aber ich glaube, Capcom wird sich da noch mal ein bisschen Geld schaffen und das für die PS4 und die Xbox One rausholen. Einfach deswegen. Nun gut, allerdings geht es natürlich jetzt hier um eine kleine Ernüchterung. Und die fand heute Morgen statt hier tatsächlich. Heute Morgen, ich gehe so ein bisschen durch Instagram, durch Facebook und ja... Und was sah ich da? Dieselben gleichen Ergebnisse wie bei der Ankündigung von Resident Evil 4 bzw. zu Resident Evil 7. Ja, und das hat mich schon wieder sowas von angekotzt tatsächlich, was ich da gesehen habe, diese Sachen. Es ist kein Resident Evil mehr und bla 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 und ganz klar... Resident Evil, ich bin Fan seit erster Stunde. Und klar, ich würde es mir auch sehr wünschen, wenn man so back to the roots geht mit Zombies und so weiter und so fort einfach. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es mutig, wie Capcom das macht, dass sie sich was Neues, dass sie was Neues probieren mit neuen Sachen einfach nochmal, neuer Thematik. Und da muss ich ehrlich sagen, Daumen hoch Capcom, auch... Wenn es jetzt ein bisschen befremdlich wirkt, erstmal auf den ersten Blick. Natürlich, gebe ich euch natürlich recht. Allerdings, meine Devise ist, abwarten und schauen. Im August kommt ein neues Update zu Resident Evil 8, was ja schon im nächsten Jahr erscheinen wird. Und dann wird sich schauen, was dann da ist. Weil, wie gesagt, die gleiche Thematik hatten wir, als Resident Evil 4 rausgekommen ist und Resident Evil 7. Und Capcom ging auch mit der Zeit. Sie haben einmal das weiterentwickelt, weil was hättet ihr gehalten, wenn es immer noch die gleiche Thematik ist mit feststehenden Kameras und so weiter und so fort. Man will sich weiterentwickeln. Die Spiele sollen sich weiterentwickeln tatsächlich. Und da finde ich... So. Wegen dieser Arbeiten da. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich Capcom richtig klasse, dass sie es macht. Dass sie was Neues macht einfach. Wir hatten das bei Resident Evil 4. Das wurde auch erstmal kritisiert. Und es ist mit einer der, oder das erfolgreichste Spiel der kompletten Serie. Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Und ja, und Resident Evil 7 genau das Gleiche. Haben auch alle erstmal kritisiert. Und es wurde dann doch noch ein Erfolg, tatsächlich. Weil sie doch ein bisschen leicht back to the roots gegangen sind. Weil sie Horrorelemente wieder reingemacht haben. Richtig derbe. Und auch wieder Rätsel reingepackt haben. Was sie in Resident Evil ein bisschen
gekriegt haben, tatsächlich. Gut, aber es soll ja nicht um diese Teile gehen, es soll um Resident Evil 8 gehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag das, was ich gesehen habe. Und dann gab es dann natürlich diese Thematik mit der Ego-Perspektive auch noch. Und liebe Leute, ich kann es verstehen, wenn man davon krank wird. Einfach nochmal. Kann ich verstehen, dann würde ich eure Sachen bemängeln tatsächlich auch. Allerdings, wie ich gerade sagte, Capcom geht mit der Zeit tatsächlich. Es gab Resident Evil 4, oder erstmal die ersten drei waren feststehende Kameras. Resident Evil 4 hat eine neue Kamera dann eingeführt mit Over the Shoulder. Und dann kam Resident Evil 7. Gut, es war nicht das erste Spiel, was in der Ego-Perspektive war, ganz klar. Aber Resident Evil 7 hatte dann die Ego-Perspektive eingeführt. Also, ich sag jetzt mal, eingeführt, in Anführungsstrichen. Weil es gab natürlich dann schon Umbrella, Chronicles und so weiter. Und jetzt Resident Evil 8 ist genauso Ego-Perspektive. Und wieso gibt man der Ego-Perspektive keine Chance? Es gibt erfolgreiche Horror-Games einfach, welche das auch Thematik haben mit der Ego-Perspektive und die auch erfolgreich sind. Ich würde mal nicht wissen, was ihr noch für Spiele spielt im Horror, die auch mit der Ego-Perspektive. Habt ihr Alien Isolation gespielt, Outlast gespielt, Dying Light gespielt, Dead Island, alles gute und erfolgreiche Titel, mehr oder weniger einfach nochmal, die waren Ego-Perspektive. Das Einzige, wo man sich dann daran gewöhnt hat, ist das Gameplay. Davon mal abgesehen. Aber es waren erfolgreiche Spiele, mehr oder weniger, wie gesagt. Und habt ihr davon eins gespielt? Seid ihr Fan davon? Dann gibt Resident Evil 8 auch eine Chance. Oder überhaupt Resident Evil auch an der Ego-Perspektive. Also da mit der Ego-Perspektive, wenn man das nicht irgendwie klar macht einfach, in der Ego-Perspektive Resident Evil zu akzeptieren, ganz ehrlich, dann ist man, in meinen Augen, tut mir leid, wenn ich jetzt so ehrlich bin, kein richtiger Fan. Weil man muss auch für neue Sachen offen sein, tatsächlich. Ich bin offen. Ich mag die Ego-Perspektive. Ich fand Resident Evil 7 cool in der Ego-Perspektive. Ich fand Umbrella Chronicles und Darkseid Chronicles relativ gut in der Ego-Perspektive. Von der Kamera vielleicht jetzt noch ein bisschen mal abgesehen, einfach nochmal. Aber Resident Evil 7 war da nicht so krass wackelig mehr. Oder Resident Evil Survivor 1 und Survivor 2 waren Ego-Perspektive. Auch. Aber das dann einfach komplett auf die Ego-Perspektive zu schieben, dass man dann kein Resident Evil spielen mehr will, das ist für mich in meinen Augen totaler Bullshit tatsächlich. So, jetzt kam eine Thematik noch auf, gerade in diesem, das war ja schon vorher diese kleine Thematik, allerdings jetzt ist er nochmal richtig schön aufgekommen mit dem Thema Werwölfe in Resident Evil. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht verwerflich, dass Resident Evil oder ja Resident Evil mit der Thematik Werwölfe spielt. Vielleicht nicht in Games und auch nicht in den Büchern, einfach, klar. Allerdings gab es schon mal Werwölfe in Resident Evil. Und da muss ich euch an dieses Comic nur erinnern hier tatsächlich. Weil hier gibt es, das ist das Heft 3 von dieser Sache. Und was sehen wir hier plötzlich? Ein Werwolf. Also auch Werwölfe sind dem Resident Evil-Universum nicht fremd. Deshalb gibt auch das wieder eine Chance einfach. Wie ich schon sagte, es ist meine Devise, abwarten. Man kann es dann immer erstmal ein bisschen mehr tatsächlich dann streiten, wenn noch mehr Informationen da sind oder wenn das Spiel draußen ist tatsächlich, dann kann man sich mehr darüber streiten, weil es muss ja natürlich auch dementsprechend rüberkommen tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin offen dafür. Ich freue mich auf Resident Evil 8 einfach. Und diese ganze Thematik, Ego-Perspektive scheiße, das Spiel wird scheiße werden, Werwölfe in Spielen, ganz ehrlich, dann seid ihr wirklich, dann in meinen Augen wird es dann ein bisschen hakelig einfach nochmal dann, weil dann könnt ihr auch andere Spiele spielen in meinen Augen. Und vor allen Dingen, nur mal in Sachen Ego-Perspektive nochmal ganz kurz, um das Thema zu kommen. Ich will nicht wissen, wer von euch Resident Evil-Fan ist und Call of Duty spielt. Hm? Call of Duty ist auch eines der erfolgreichsten. Es ist zwar ein Shooter-Genre, aber es ist auch Ego-Perspektive. Deswegen also,
ich will es nicht wissen, einfach. Also ist eure Meinung einfach natürlich, ist Geschmackssache, aber in meinen Augen tatsächlich, wenn man dafür nicht offen ist, dann hat man leider Resident Evil und Capcom, dann man will als Fan die Marke unterstützen. Aber dann gleich in dem ersten Blick, natürlich, die Trailer sind anders geschnitten und das kommt auch anders rüber einfach nochmal als das finale Spiel. Deswegen wartet lieber, bis ihr mehr Informationen habt, dann kann man sich immer noch streiten. Ihr könnt froh sein, dass die Filme nicht verfilmt, dass die Filme nicht versoft worden sind, einfach. Na, dann hätten wir, da würde ich dann tatsächlich dann allerdings auch so ein bisschen leicht kritisch werden. Aber wie gesagt, es geht um Resident Evil 8. Das ist meine Meinung zu diesem ganzen Tohuwabohu, was ich gerade wieder online lesen musste, mit Ego-Perspektive, Steuerung, Werwölfe. Gut, Hexen sind ein bisschen befremdlich, tatsächlich. Ja, würde ich jetzt nicht so ganz zu Resident Evil einfließen, hätte ich jetzt nicht so in Resident Evil eingeflossen, aber auch hier, seid offen dafür. Es kann ganz anders kommen, als man es erwartet. Und das hatten wir bei Resident Evil 4 und Resident Evil 7 gesehen, einfach. Es kam ganz anders als erwartet und man hat sich darüber gefreut. Und Resident Evil 4 ist ein großer Fanliebling und nicht umsonst habe ich da über 12 verschiedene Editionen. Aber dennoch, bitte, liebe Fans da draußen, seit erster Stunde, gebt dem Spiel eine Chance einfach nochmal und verteufelt das nicht einfach gleich auf den First Look. In diesem Sinne, schreibt einfach unten Kommentare. Seid ihr auch meiner Meinung einfach nochmal oder habt ihr da doch, bleibt ihr einfach bei dieser ganzen Thematik mit dieser, das, was ich gerade angesprochen habe? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall über Kommentare darüber freuen, einfach nochmal. Lasst uns diskutieren. Ich lese alle Kommentare durch und werde dazu dann auch, ja, meine darauf dann antworten. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für das Anschauen des Videos. Mal abseits jetzt kurz von den Updates, von den Horror-Updates und bedanke mich, wie gesagt, dafür und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und okay, das war jetzt vielleicht eine falsche Message gerade, aber in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder wann immer ihr dieses Video seht. Kommentiert, liked oder lasst vielleicht ein Abo da. Würde mich freuen auf jeden Fall. Bis dann, euer JK's Forever 01.